Das Historische Museum von Frankfurt am Main befindet sich in der Altstadt zwischen Römerberg und Main im Rententurm und einem benachbarten Gebäude des alten Saalhofs, der ehemaligen Königspfalz der Staufer. Das Untergeschoss zeigt die Entwicklung Frankfurts von der Pfalz zur frühen Stadt. Vor allem die Bedeutung des mittelalterlichen Frankfurts als Wahl- und Krönungsort von deutschen Königen und Kaisern wird hier gewürdigt. Im Mittelalter war dieser Schatz also schon in diesem Gebäude gewesen? Das ist sehr wahrscheinlich. 1208 zum Beispiel, als der Welfer Otto zum König gewählt wurde. Damals, am 11. November, versammelten sich die Reichsfürsten in Frankfurt. Dabei gaben die Anhänger seines ermordeten Vorgängers, das war der Staufer Philipp, den Reichsschatz heraus. In den Berichten dazu werden die Krone und die heilige Lanze ausdrücklich genannt. Die vier Geschosse darüber zeigen ausgewählte Stücke der Ausstellung Frankfurter Sammler und Stifter. Diese geben Ihnen Eindrücke von Frankfurts Geschichte als freie Bürgerstadt und Handelszentrum. Machen Sie sich ein Bild vom Leben und Handel im historischen Frankfurt. Heimer vermachte seinen Besitz testamentarisch seiner Vaterstadt Frankfurt. Sie sollte das liebevoll eingerichtete Haus unverändert erhalten und für das interessierte Publikum öffnen. Besonders erwähnenswert sind die patriotische Waffensammlung und die ausgestellten Münze und Werkzeuge zum Thema Frankfurt und die Geldherstellung. Übrigens war die Gussa eines der ersten Frankfurter Industrieunternehmen. Auch die übrigen Ausstellungen sind nicht minder beeindruckend. Das Historische Museum Frankfurt ist einen Besuch wert. Geöffnet Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr, Mittwoch sogar bis 21 Uhr. Eintritt 7 Euro.